Hi, ich bin's, Thorsten von Faltrad XXS und ich habe hier heute das Eclipse X22 von Thörn hier. Was ist besonders an dem Rad? Fangen wir mal oben an. Die Bremsen, hydraulische Scheibenbremsen, Shimano SLX-Gruppe. Da ist richtig Dampf hinter. Der Vorbau von der Firma Synthase, Typ VRO, in geschraubt für leichte Neigungsverstellung für die Sitzposition. Ergon SMC 30 Sattel auf einer Synthase Sattelstütze, extrem leicht. Laufräder von Kinetics Typ Comp Pro X. Auch sehr leicht gehalten, sehr steif gehalten und schnell. Schaltungsvariante hier 2x11. Das Schaltwerk hinten von Shimano Ultegra, genauso wie der Umwerfer auch. Und die FSA Kurbelgarnitur. Der Eclipse-Rahmen bei dem Rad für 26 Zoll. Schönes Fahrverhalten wie ein großes normales Rad auch, nur zum Falten. Das machen wir mal. Zuerst mal Sattel runter. Linke Pedal ein bisschen nach vorne. Jetzt den Hauptrahmenverschluss. Und dann haben wir von Thörn das beliebte Enfolding, dass das Vorderrad immer in Fahrtrichtung stehen bleibt. Stahlplatte und Magnet aufeinander, auf der Sattelstütze vorne abstellen, Vorbausäule öffnen, aufklappen, runterlegen, mit der Gummilasche vom Rahmen fixieren und das ist es dann. Wie gesagt, schönes leichtes Rad, knappe 10,5 Kilo etwa und von Schwalbe der Kojak-Reifen ist standardmäßig. Auch damit es halt leicht bleibt. Aufhalten, genau umgekehrt, Gummilasche lösen, Vorbausäule hoch, verschließen, Rahmenhälften trennen, Hauptrahmen verschließen, Sattelstütze hoch und das war's schon. Kommt vorbei, kommt Probe fahren, wir freuen uns. Tschüss!